Hallo, mein Name ist Sebastian Tumm, Spezialist für Pellet-Scheitholz- und Hackschnitzelanlagen und Inhaber der Firma Tumm Heizungssanitär. Heute möchte ich Ihnen eine ETA-Scheitholz-Kombination zeigen, den ETA-SH-Twin. Auf der rechten Seite haben wir den Scheitholzkessel mit 30 kW und auf der linken Seite haben wir die Pelleteinheit mit 26 kW. Beide Wärmeerzeuger sind vollwertige Heizungen. Das bedeutet, die Scheitholzheizung kann alleine ein Haus heizen, genauso die Pelleteinheit, kann komplett ohne Scheitholz betrieben werden. Die Besonderheit an dieser Anlage ist die, dass man, wenn man nicht heizen kann, also man hat keine Zeit, um mit Holz zu heizen, man hat kein Holz, Krankheitsfälle oder auch im Alter für später, kann immer die Beheizung von der Pelleteinheit übernommen werden. Und das Gebäude wird sicher und zu 100% durchgehend geheizt. So, jetzt möchte ich Ihnen die Funktionsweise von einem Scheitholzkessel zeigen. Wir haben hier drei Türen. Die obere Türe ist die Füllraumtüre. Die mittlere Türe ist praktisch der Anzündbereich. Im unteren Bereich haben wir dann die Ascheaustragung. Zum Füllen öffnen wir immer die obere Füllraumtüre. Wir nehmen Hartholz zwischen 30 cm und 50 cm Länge. Und füllen hier über diese Türe den Brennraum. Dieser Vorgang, wir schließen dann die Türe wieder. So. Dieser Vorgang wiederholt sich täglich. In Übergangszeiten vielleicht alle 2 bis 3 Tage. Aber im normalen Winterbetrieb heizt man 1 bis 2 Mal am Tag und füllt praktisch diesen Brennraum. Von der Menge her ist es ungefähr ein Schubkarre voll Holz, kann man sagen. Ja. Genau. So, hier im unteren Bereich befindet sich der Bereich. Jetzt haben wir ein optimales Glutbett. Das heißt, wenn man so ein Glutbett hat, muss man nicht erneut anzünden. Das Holz entzündet sich selbst. Ansonsten, wenn kein Glutbett da ist, zündet man hier mit etwas Papier, Kartonage und Feuerzeug das Holz an. Und wichtig für Sie zu wissen, es fallen regelmäßige Reinigungsarbeiten an. Alle 2 bis 3 Wochen muss man hier die Asche entfernen. Wir haben hier unten die Aschetüre. Wenn man die öffnet, ist es gut ersichtlich, wie hier unten die Holzgase verbrennen und hier die Asche anfällt. Hier wird die Asche rausgeräumt, der untere Bereich vom Kessel gereinigt und die Türe wieder verschlossen. Hier in diesem Bereich liegt ja das Holz. Hier wird es angezündet. Hier in diesem ganzen Bereich wird das Holz aufgefüllt, ja, komplett. Dadurch, dass man hier unten anzündet, brennt auch die Flamme nach unten weg. Das heißt, das Holz rutscht immer weiter von oben nach unten nach. Die Flamme geht nach unten, wo wir eben gerade gesehen haben, und gerne nach hinten weg. Das wäre die Funktionsweise von einem Scheitholzkessel bzw. von einem Holzvergaserkessel. So, nun zur Pelleteinheit. Die Pelleteinheit befindet sich hier seitlich angeflanscht am Scheitholzkessel. Die kann sowohl links wie auch rechts angeflanscht werden. Die Pelleteinheit funktioniert im Grunde wie eine ganz normale Pelletanlage von ETA. Wir haben einen Tagesvorratsbehälter für die Pellets von 30 Kilo. Wir haben in der Mitte unten den Verbrennungsraum für die Pellets. Das heißt, jeder Brennstoff hat seinen eigenen Verbrennungsraum. Das bedeutet, hier werden ausschließlich Pellets verbrannt und hier wird ausschließlich Holz verbrannt. Was gemeinsam genutzt wird, ist der Abgasweg. Das heißt, die Rauchgase nehmen denselben Weg von der Pelleteinheit rüber in den Scheitholzkessel nach hinten und hier zum Abgasrohr raus. Wie gewohnt funktioniert die Reinigung bei der Pelleteinheit etwas einfacher. Wir haben hier eine Aschebox. Diese Aschebox lässt sich leicht entfernen. Und reinigen. Diese Tätigkeit fällt alle Tonne verbrauchte Pellets an. So, jetzt habe ich die vordere Abdeckung der Pelleteinheit entfernt, 2 einfache Schrauben. Jetzt kann ich Ihnen zeigen, wie eine Pelleteinheit von innen aussieht und funktioniert. Im oberen Bereich haben wir den Pellet-Tagesvorratsbehälter. Hier werden die Pellets gelagert. Die Pellets rutschen nach unten weg zur Stockereinheit.
Hier werden über Schnecken und über eine Rückbrennsicherung und eine weitere Schnecke die Pellets in den Brennraum transportiert. Hier befindet sich der Brennraum der Pelleteinheit. Auch hier kann der Brennraum selbst gereinigt werden, Flügelschrauben öffnen, Deckel entfernen und man kann Reinigungs- und Wartungsarbeiten einfach durchführen. Wirklich toll an der Anlage ist unter anderem auch, dass man an Wartungsteile, an Reinigungsteile sehr gut rankommt. Das bedeutet, hier in diesem Bereich steckt der Glühzünder. Dieser ist einfach zu entfernen, mal zu reinigen oder auszutauschen. Hier ist die Aschebox, hier wird die Asche ausgetragen. Das heißt auch hier, alle Tonne Pellets, die wir brauchen, entleeren wir die Asche. Die Kette hier an der Seite wird regelmäßig geschmiert. Allgemein eine gute Bauweise, man kommt gut ran an alle Teile, falls irgendwas sein sollte. Wie von ETA gewohnt, haben wir auch hier wieder die intuitive Touch-Regelung. Man hat alle Erzeuger und alle Verbraucher auf einen Blick auf dem Display. Hier am Anfang sehen wir den Kessel, das heißt der Scheitholzkessel. Wir sehen, dass wir gerade aktuell knapp 16% Restsauerstoff haben, 106 Grad im Abgas und 87 Grad Kesseltemperatur. Der Kessel war bis gerade eben noch am Heizen, aktuell ist er jetzt aus. Man hört im Hintergrund das Abreinigen des Kessels. Dadurch, dass wir mehrere Wärmeerzeuger haben, kommen wir zum nächsten. Wir haben den Twin. Der Twin ist hier die Pelleteinheit, auch als Wärmeerzeuger aufgelistet. Man sieht sehr schön hier die Pellets im Tagesvorratsbehälter, aktuell voll mit 60 Kilo. Auch hier dasselbe Restsauerstoff, wird gemessen von der Lambda-Sonde, sitzt im Abgas. Lambda-Sonde ist sehr wichtig, damit wir einfach wissen, wie die Primär- und Sekundärstellung der Luftklappe sein muss, um eine optimale Verbrennung zu erreichen. Sollte der Kessel jetzt keine Wärme mehr liefern, aber die Verbraucher wie Heizkörper und Fußbodenheizung Energie anfordern, würde automatisch die Pelleteinheit anschalten und Pellets verbrennen. Um zu sehen, welche Energie wir im System haben, geht man auf Puffer Flex. Hier sieht man, dass der Puffer aktuell bei 77 Grad komplett durchgeladen ist. Sieht man oben am Füllstand 95%. Das bedeutet, weder der Kessel noch die Pelleteinheit muss jetzt Wärme erzeugen. Jetzt ist aktuell der Puffer der Wärmeerzeuger. Das bedeutet, er versorgt die Verbraucher wie Heizkörper, Fußbodenheizung und Warmwasser. Das sehen wir nachher. Ein weiterer Erzeuger ist hier in dem System die Kollektoranlage. Wir haben draußen eine Solarkollektoren montiert. Aktuell mit 15 Grad ist nicht viel Wärme zu erwarten, dass da was kommt. Wir haben dann hier die Verbraucher, das heißt die Heizkörper. Sieht man sehr schön, die Heizkörper werden aktuell mit 70 Grad Vorlauf versorgt. Jetzt geht er langsam runter, regelt sich ein. Wir haben unten eine Zeitschiene. Hier haben wir jetzt die Temperaturen eingestellt von 5 bis 24 Uhr, die normale Heizkurve. Und außerhalb dieser Zeiten, also in der Absenktemperatur, verringern wir die Heizkurve um ein paar Grad nach unten. Dann haben wir einen weiteren Verbraucher, die Fußbodenheizung. Hier im Haus haben wir beides verbaut. Die Fußbodenheizung wird aktuell mit 40 Grad versorgt. Das aber, wie man hier im Zeitstrahl sieht, durchgehend von 0 bis 24 Uhr. Dann haben wir als nächstes das Frischwassermodul. Hier sieht man im Grunde den Wärmetauscher. Hier wird das Warmwasser erzeugt im Durchflussprinzip. Als nächstes haben wir das Lager. Lager aktuell gut gefüllt mit 4,2 Tonnen. Das heißt, selbst wenn wir es eine Weile nicht mit Holz heizen, würde die Pelletheizung die Wärmeversorgung übernehmen. So viel zum Thema Regelung bei ETA. Hier kann man noch ergänzend dazu sagen, dass die Regelung einfach auf den Server von ETA aufgeschaltet werden kann. Das lässt eine Fernwartung zu und man kann seine Heizungsanlage von unterwegs aus überwachen, per App, per Internetverbindung. Jetzt möchte ich Ihnen noch ein paar weitere interessante Bauteile zeigen. Hier in diesem Bereich haben wir eine Nachfüllstation montiert. Das bedeutet, bei Neuinstallation der Anlage wird die Anlage mit voll entsalztem und entmineralisiertem Wasser gefüllt. Bei Entlüftung von Heizkörpern oder sonstigen Wartungsarbeiten kann es sein, dass Druck fehlt. Kann man hier einfach nachfüllen, Hahnen öffnen. Ist eine fest installierte Sache. Man öffnet den Hahn, kontrolliert den Druck
Und wenn der Druck auf der gewünschte Größe ist, also zwischen 1,8 und 2,2 bar, schließt man den Hahn wieder. Hier hinterm Kessel befindet sich die thermische Ablaufsicherung. Das ist eine Sicherheitseinrichtung. Bedeutet, sollte der Scheitholzkessel voll mit Holz sein und der Strom fällt zum Beispiel aus, hört er das Feuer nicht automatisch auf zu brennen. Das heißt, es könnte sein, das Feuer brennt weiter, erzeugt weiter Hitze, die nicht abgenommen wird. Dann kommt die thermische Ablaufsicherung zum Einsatz. Hier wird mit Frischwasser der Kesselkörper gespült und gekühlt. Hier haben wir eine Kesselsicherheitsgruppe. Bedeutet, wir haben hier den Druck im Blick von der Heizungsanlage, der normalerweise zwischen 1,8 und 2,4 bar sein sollte. Wir haben den Entlüfter und wir haben das Sicherheitsventil. Das Sicherheitsventil auch sehr wichtig, weil das bei Überdruck öffnet. Das bedeutet, sollten wir hier über 3 bar Druck bekommen in der Anlage, öffnet das Sicherheitsventil und lässt den Druck ab. Im hinteren Bereich haben wir nochmal einen speziellen Mikroblasenabscheider eingebaut. Einfach deswegen, um das System möglichst 100% luftfrei zu bekommen. Weil ein Heizsystem mit Luft funktioniert in aller Regel nicht oder nicht gut. Und die Anlage ist so neu, dass sie noch nicht mal komplett isoliert ist. Und das ist auch gut so, dann können wir nämlich mehr sehen. Wir haben hier im unteren Bereich, hinten am Kessel, die Lambda-Sonde. Lambda-Sonde auch eigentlich in jedem Auto verbaut, überwacht den Restsauerstoff im Abgas. Wichtig hier für die Verbrennung. Die Lambda-Sonde bestimmt letztlich auch die Primär- und Sekundärluftklappen und die Zuführung von Luft zum Feuer. Somit erreichen wir eine optimale Verbrennung. Ein Bauteil, was meiner Meinung nach unerlässlich ist. Dann haben wir hier nochmal einen Magnetitabscheider, das heißt Schmutze, Schlamm, Späne aus dem Heizungssystem werden hier abgefangen. Somit wird der Kesselkörper geschützt. Hier auf dieser Seite haben wir die Rücklaufanhebung, ein spezielles Bauteil von Scheitholzkessel. Warum? Der Scheitholzkessel benötigt am Rücklauf immer mindestens 60 Grad. Bekommt er einen zu kalten Rücklauf, wird versottet der Kessel und geht über die Jahre hin kaputt. Dadurch bauen wir eine Rücklaufanhebung ein. Die jetzt macht Folgendes, sie holt sich vom Vorlauf heißes Wasser und führt es im Kessel wieder zu. Somit haben wir immer 60 Grad im Rücklauf gewährleistet. Die Geräusche, die man jetzt aktuell hört, hier werden die Turbulatoren, also die Abgaswege, automatisch abgereinigt vom Scheitholzkessel. In der Kombination mit der Pelleteinheit erfolgt es automatisch. Genau. So. Dann haben wir hier noch die Nachfüllstation. Die Anlage, wenn sie neu gebaut wird, wird sie mit behandeltem, entmineralisiertem Wasser gefüllt. Sollte man Ergänzungswasser benötigen, wenn man Heizkörper entlüftet oder der Druck einfach sinkt, kann man hier ganz einfach ohne Schläuche anschließen und normales Hahnenwasser in die Heizung zu lassen, hier die zwei Hähnen öffnen. Es fließt Wasser durch die Enthärtungsanlage, durch die Patrone, wird entmineralisiert und dann dem Heizsystem zugeführt. So, jetzt sind wir einen Raum weiter, von den Erzeugern zu den Verbrauchern. Wir fangen hier mal in der Mitte an. Hier ist ein ETA-Modul, ein Heizkreismodul von ETA verbaut. Es befinden sich darin zwei Pumpen. Man sieht hier oben zweimal Vorlauf, zweimal Rücklauf. Einmal für die Fußbodenheizung und einmal für die Heizkörper. Hier geht es links zur Fußbodenheizung und hier haben wir eine Besonderheit bei der Fußbodenheizung. Es handelt sich um eine alte Heizung, die ungefähr zwischen 20 und 30 Jahre alt ist. Und bei diesen alten Fußbodenheizungsrohren gibt es ein Problem, die sind diffusionsoffen. Das bedeutet, das Rohr lässt Sauerstoff in das Wasser rein. Ja, das heißt, in dem eigentlichen entmineralisierten Wasser kommt Sauerstoff dazu und wird aggressiv. Das bedeutet, würden wir das Wasser aus der Fußbodenheizung, aus der alten Fußbodenheizung in den neuen Kessel leiten, würde der Kessel nach zwischen 5 und 10 Jahren an irgendeiner Stelle durchrosten. Deswegen haben wir hier nochmal etwas Besonderes eingebaut, eine Systemtrennung. Das bedeutet, hier ist ein Wärmetauscher drin. Das Wasser, was hier in den Rohren zum Wärmetauscher läuft, ist nicht dasselbe wie das, was hier wieder rauskommt. Das heißt, unser entmineralisiertes behandeltes Wasser macht nur diesen kurzen Weg hier runter und das mit Sauerstoff versetzte alte Wasser aus der Fußbodenheizung macht den Weg hier.
Das heißt, hier haben wir eine Systemtrennung. Hier findet die Wärmeübertragung statt zwischen Primär- und Sekundärleitung. Somit haben wir den neuen Kessel geschützt und können die Fußbodenheizung weiter betreiben. Man sieht auch hier im unteren Bereich, in dem orangenen Verteiler, haben wir die Fußbodenheizung wieder ertüchtigt sozusagen. Das heißt, wir haben beide Verteiler erneuert, wir haben die Ventile erneuert, sodass alles wieder gangbar ist und dass man es letztlich auch wieder einstellen kann. Also hier haben wir nochmal das Mischerkreismodul von ETA, ein besonderes Bauteil, weil hier haben wir schon vorgefertigt zwei Pumpen, einmal für Fußbodenheizung, einmal für Heizkörper, jeweils mit Mischern gemischt. Die Besonderheit hier, es ist alles vorverdrahtet, hier in dem kleinen Kasten. Die Kommunikation zwischen Regelung und den Modulen erfolgt via Bus. Und die Pumpen sind von der Regelung geregelt, genauso wie die Mischer. Wir haben die Vorlauffühler drin und somit haben wir immer die Heizkreise optimal versorgt. Hier haben wir nochmal ein ETA-Modul, das Frischwassermodul. Hier wird eben Warmwasser im Durchflussprinzip erzeugt. Hier haben wir den Plattenwärmetauscher. Hier findet die Wärmeübertragung statt zwischen Heizungswasser und Warmwasser. Das heißt, Heizungswasser, Vorlauf, Rücklauf wird auf den Plattenwärmetauscher transportiert. Gleichzeitig kommt hier Kaltwasser in den Plattenwärmetauscher, fließt durch, im Durchflussprinzip wird dann das Warmwasser erzeugt. Hier unten sehen wir noch die Zirkulationspumpe, die ebenfalls vom ETA, von ETA ist und über das ETA-Modul geregelt wird. Auch hier kommunizieren die Regelung und das Modul mit Bus, mit der Busverbindung. Hier oben haben wir noch das Ausdehnungsgefäß fürs Trinkwasser, ähnlich wie bei der Heizung, sorgt das hier für einen Druckausgleich. Bedeutet, das Wasser in den Leitungen ist ein geschlossenes System, es wird hier erwärmt, die Zirkulationspumpe lässt das Wasser durch die Rohre fließen, das Wasser nimmt an Volumen zu, der Druck dehnt sich aus und normalerweise würde hier das Sicherheitsventil abtropfen. So, jetzt gehen wir ein Stockwerk tiefer in den Gewölbekeller. Dort sehen wir die Pufferspeicher und das Pelletsilo. So, jetzt sind wir im Gewölbekeller angekommen. Hier haben wir zwei große Pufferspeicher von ETA mit jeweils 1100 Liter. In Summe haben wir dann 2200 Liter Puffervolumen. Das Volumen ist abgestimmt auf die Leistung vom Scheitholzkessel. Das bedeutet, pro kW Leistung sollte man mindestens 55 Liter bereitstellen. Also hier sind wir auf jeden Fall im grünen Bereich. Bedeutet, wenn oben der Scheitholzkessel gefüllt wird mit Holz, das Holz wird angezündet, brennt dann runter und die Energie wird in aller Regel nicht sofort verbraucht, wird sie hier eingeschichtet. Damit wir im oberen Bereich schneller warm bekommen und von oben nach unten einschichten, haben wir noch eine kleine Besonderheit eingebaut. Eine sogenannte Anfahrentlastung. Das sieht man hier zwischen den Pufferspeichern. Ist nochmal ein Umschaltmischer eingebaut, der praktisch beim Füllen der Anlage entscheidet, läuft das Wasser zuerst oben rein oder unten. Dadurch können wir den oberen Bereich zuerst und schneller füllen, weil dieser Bereich ist auch dafür verantwortlich, Verbraucher wie zum Beispiel das Warmwasser, die Warmwasserbereitung zu versorgen. Hat er dann hier eine gewisse Solltemperatur erreicht, schaltet der Umschaltmischer um und füllt den Rest vom Pufferspeicher. Neben den Pufferspeichern haben wir auch noch die Pelletlagerung. Hier im oberen Bereich, in den blauen Leitungen, sieht man die Füllleitung, das heißt vom Außenbereich, im Außenbereich ist ein Anschluss. Dort kommt der Pelletwagen ran und füllt das Silo über diese Schläuche. Wir haben deshalb zwei Schläuche, dass wir zum einen das Silo besser füllen können, also rechts und links, dass wir es wirklich voll bekommen, und zum anderen, auf der anderen Schlauchseite, saugen wir die Luft mit dem Staub ab. Hier im hinteren Bereich haben wir dann das Silo, das Sacksilo von ETA, mit jetzt 4,2 Tonnen Pellets gefüllt. Im unteren Bereich sieht man, haben wir hier Blech, oben haben wir den Sack, unten haben wir eine Blechrutsche, rutscht in der Mitte zusammen, unten haben wir eine kleine Schnecke, die Schnecke transportiert das raus und von dem Punkt der blauen Schnecke da hinten werden die Pellets abgesaugt. Der kleinere Schlauch hier ist dann von der Heizungsanlage, von oben, von der Pelleteinheit. Hier werden die Pellets
Abgesaugt. So, also hier im unteren Bereich sehen wir die Schnecke, auch von der Regelung gesteuert, also mit der Regelung oben verbunden. Wir haben einen Schlauch, der die Pellets absaugt, und wir haben auch hier eine Rücklaufleitung von der Pelletschläuche. Das bedeutet, auf der einen Seite zieht er die Pellets hoch an die Heizung, auf der anderen Seite bläst er auch wiederum die Luft zurück. Hier können wir bis zu einer Schlauchlänge von 20 Metern Pellets ziehen. Hier in diesem Fall sind wir jetzt unter der Heizungsanlage, das heißt auch Höhenunterschiede machen nichts aus. Das war das Thema Pelletlagerung. Hier kann man noch sagen, hier hat der Kunde viel Eigenleistung mit eingebracht. Also zum Beispiel beim Aufbau vom Silo, bei der Verrohrung vom Silo nach oben hat der Kunde uns unterstützt oder wir in Zusammenarbeit Eigenleistung vom Kunde ermöglicht. Dann haben wir hier noch am Pufferspeicher noch eine Besonderheit. Hier kommt praktisch die Wärme von der Solaranlage an. Wir haben hier nochmal ein ETA-Modul, das sogenannte Solarschichtmodul von ETA. Hier kommt die Wärme der Kollektoren an, auch wieder über einen Plattenwärmetauscher wird hier die Wärme übertragen auf das normale Heizsystem. Das bedeutet, das Medium Glykol, das Wärmeträgermedium, was draußen in den Kollektoren ist, kommt hier rein, wieder ein Plattenwärmetauscher, findet wieder die Wärmeübertragung statt ans Heizungswasser und wird dann in die Pufferspeicher eingeschichtet. Somit dienen die solaren Erträge auch der Heizungsunterstützung und der Warmwasserbereitung. Im Grunde sind die Pufferspeicher Wärmezentralen. Alle Wärmeerzeuger wie Pelleteinheit, Scheitholzkessel und auch die Solaranlage schichten hier die Wärme ein. Und gleichzeitig wird hier die Wärme von den Verbrauchern entnommen, wie zum Beispiel von der Fußbodenheizung, den Heizkörpern oder auch der Warmwasserbereitung. In dieser Anlage haben wir insgesamt 3 Wärmetauscher verbaut. Warum? Wärmetauscher kommen immer dann zum Einsatz, wenn wir Systeme trennen möchten, wenn wir Flüssigkeiten nicht vermischen möchten miteinander. Wir hatten das zum einen beim Trinkwasser, zum anderen bei dem mit Sauerstoff angereichertem Heizungswasser und hier mit dem Glykol von der Solaranlage. Bei diesen Einbausituationen ist es mir wichtig, möglichst von einem Hersteller die Produkte zu nehmen. Hier in dem Fall haben wir ETA-Module verbaut, um zu gewährleisten, dass die einzelnen Module untereinander kommunizieren können und auch miteinander funktionieren. Zu der ETA-SH-Twin-Anlage haben wir hier noch eine weitere Besonderheit, eine Bosch-Solaranlage. Hier wird mit 4 Kollektoren im Sommer solare Erträge für die Heizungsanlage genutzt. In Übergangszeiten nutzt es auch den Heizflächen, aber im Sommer hauptsächlich der Warmwasserbereitung. Zum Thema Nachhaltigkeit macht es die Sache hier natürlich rund. Eine Solaranlage mit einer Holzheizung ist im Prinzip die perfekte Kombination, weil im Sommer steht die Holzheizung, das heißt, man muss kein Scheitholz schieren, die Pelletanlage läuft nicht, die Solaranlage übernimmt die komplette Arbeit. Und in Kombination mit einer ETA-Anlage funktioniert es sehr gut. Die ETA-Regelung erfasst die Wärme und die Wärmemenge, die von der Solaranlage kommt, und regelt den Scheitholz oder den Pelletkessel runter. Hier in diesem Fall haben wir die Solaranlage unten am Sockel vom Haus montiert, nicht wie üblich auf dem Dach. Da sich hier der Sonnenwinkel und die Sonnenrichtung sehr gut angeboten hat, es hier zu montieren. Die Neigung von der Solaranlage ist eher für Wintersonne ausgerichtet. Das heißt, im Sommer haben wir ohnehin hohe Erträge und bekommen die Solaranlage schnell auf hohe Temperaturen. In Übergangszeit im Winter haben wir eher einen flacheren Sonnenstand. Deshalb haben wir die Anlage etwas steiler gestellt, sodass wir hier einen besseren Einfallwinkel der Sonne haben. Und dadurch auch höhere Erträge von der solaren Energie. Den Brennstoff Holz gibt es in verschiedenen Varianten. 2 Varianten haben wir hier. Einmal als Pellets, ja, geliefert, gepresst, mit wenig Arbeit, und die Variante mit etwas mehr Arbeit, quasi Scheitholz. Jeder, der schon mal Scheitholz gemacht hat, weiß, welche Arbeit es ist, weiß, wie viel Arbeit es ist und wie viel Spaß es auch machen kann, draußen in der Natur, im Winter oftmals, die Arbeiten zu verrichten. Das heißt, den Baum zu fällen, klein zu sägen, herzutransportieren, spalten, aufsetzen. All die Tätigkeiten, die man dann eben mit dem Holz draußen in der Natur macht. Um diesen Brennstoff, dieses Scheitholz, auch nachhaltig herstellen zu können, braucht man natürlich auch entsprechende Geräte dazu. Und jeder, der diese Arbeit kennt, weiß, dass es wichtig ist, qualitativ hochwertige Werkzeuge zu haben, wie zum Beispiel eine Stielmotorsäge, ein Posch-Spalter oder ein Bindeberger Bandsäge. Und genauso wichtig ist auch, irgendwo eine gescheite Heizung zu haben, also eine ETA-Heizung, die das ordentlich verbrennt.
Haben Sie Fragen oder Anregungen? Schreiben Sie in die Kommentare oder direkt an mich. Ich würde mich freuen, wenn Sie mir ein Like hinterlassen und meinen Kanal abonnieren.